Ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil gerade wenn man mal so in diesen internationalen Aspekt einfach mal in sein Studium mit einbringen möchte, ist es eigentlich eine ganz gute Sache. Mir war wichtig, dass wir so den Aspekt der Internationalisierung, den wir ja hier an der Hochschule stark vertreten oder auch vorantreiben wollen, dass wir das hier auch bei unserem Fachbereich stärker etablieren. Und die Idee war, dass wir dann über so eine Sommerschule vielleicht Impulse setzen, sowohl für unsere Studenten und dann natürlich auch Gäste, die wir dann hier empfangen möchten. I came here for the Renewable Energy Summer School. Back in Chile, I work and study renewable energies. So this opportunity of complementing my grant studies with the situation here in Germany was something that I wanted to do. Ich halte das Thema für sehr wichtig, ne? Wir haben Klimadiskussionen, wir haben die Diskussion über Ressourcen, Erdölknappheit, Umweltschutz. Und da spielen erneuerbare Energien eine große Rolle für die Zukunft, für unser aller Zukunft und insbesondere auch für die Zukunft der jungen Leute. Ja, also diesen internationalen Aspekt, den finde ich eigentlich echt, also den finde ich richtig wichtig, weil gerade dadurch lernt man halt die Sicht von anderen Ländern, wie es halt mit den erneuerbaren Energien genau da gesehen wird. Weil wir kennen halt immer nur unseren Standpunkt, so als Deutschland das Technologieland. Und von daher ist es eigentlich ganz interessant, mal zu sehen, wie das jetzt beispielsweise in Chile gesehen wird oder halt auch in anderen Nationen. The focus of renewable energies contrasted in Chile against the situation here in Germany is quite different. We were talking today mainly about wind generation, because that's a high resource here in Germany. In Chile, it's not that the case. The wind density is not that good, but on the other hand, our solar resources is very, very good. So the The first thing it shows was like the priority. We have like high wind first. And back in Chile, renewable energy is like we have like high solar power. First thing in the course, solar power. Also neben den inhaltlichen Veranstaltungen machen wir auch ein bisschen Freizeitprogramm. Wir werden heute ein großes Barbecue hier am Campus in Steinfurt machen, wo auch die Dozenten mit dabei sein werden und die Teilnehmer, um einfach auch auf so halboffizieller Ebene zusammenzutreffen. Wir werden mit den Teilnehmern eine Fahrt nach Köln unternehmen, dass sie einfach eine der bekanntesten Städte in Deutschland auch kennenlernen. Und wir werden sie auch mit unseren internationalen Studenten von der FH zusammenführen, in Form vom Get-Together, was wir immer anbieten, oder auch von der Kneipentour. Ich würde sagen, diese aktuelle Summer School ist unser Pilot und ja, den wollen wir dann demnächst noch weiter optimieren, anpassen, sodass es vielleicht, das ist meine Hoffnung und mein Wunsch, soweit einrichten können wie so eine Institution, dass dann gesagt wird, okay, einmal im Jahr ist Summer School in Steinfurt.